Also wir beobachten schon seit über 2 Jahren mit Sorge, dass eben rechtsextreme, antisemitische und andere Verschwörungsideologien die Angst und Sorge von BürgerInnen ausnutzen, falsche Informationen verbreiten und auch die Proteste unterwandern. Und die Proteste sich ja auch in den letzten Monaten immer mehr radikalisieren, wie man das jetzt ja auch in Dresden sehen kann. Und wir wollten einfach nochmal ein klares Zeichen setzen gegen Hass, Hetze und Verschwörungsmythen und zeigen, dass wir die Mehrheit sind. Auch wenn man durch die mediale Präsenz aktuell manchmal ein anderes Gefühl hat, dass eben die eigentlich die Mehrheit sind, was aber nicht stimmt. Und wir wollten mal zeigen, dass wir einfach mehr sind. Dafür, dass es jetzt erst unsere 2. große Veranstaltung war, konnten wir innerhalb kürzester Zeit nochmal die Teilnehmerzahl nochmal deutlich erhöhen. Weil letztes Mal waren wir so zwischen 200 und 230 TeilnehmerInnen. Am 18.12. hatten wir ja schon mal eine Demo gemacht. Dieses Mal haben wir uns ja für die Menschenkette entschieden, da wir eben ein ruhigeres und klareres Zeichen nochmal setzen wollten. Und bezüglich der Omikron-Variante wollten wir halt gerne Sicherheit garantieren für unsere TeilnehmerInnen und haben uns deshalb für die Menschenkette entschieden. Wir wollen mit euch heute ein klares Zeichen setzen, dass wir die Mehrheit sind und dass M es nicht hinnimmt, dass rechtsextreme, antisemitische und andere verschwörungsideologische Strömungen mitlaufen und die Angst der besorgten BürgerInnen ausnutzen. Denn das ist ihr Ziel.